denn hier ist das Klopapier. Klopapier ist das erste Bier. Das erste Bier ist das Klopapier. Klopapier bei der Mann. Heil, heil, oh, Elisabeth. Flochmann rausgezogen.
Der Wodka-Flo hat dann gleich gesagt, ganz genau so wird's gemacht. Du, Helmut, fängst gleich an mit Dichten und mir nun den Alkohol vernichten. Bloß unser Markus war betrübt, weil es halt mal nicht um Bratwurst geht. Zuallererst haben wir mal geschaut, wie lange der Mensch schon selber braut. Und siehe da, das geht schon lang. Bei den Ägyptern fing es an, ihre Bierkeller sind ganz bekannt und werden überall Pyramiden genannt. Im Alten Testament steht Krim, es ist bei Deuteronomium gewesen, bei einem Fest im Haus des Herrn, da reichert man den Rauschkrank gern. Später als Jesus mit seinen Jüngern, ohne Weiber, ohne Kinder, eine Party gehabt hat, Abendmahl, da gab es Weine in dem Saal. Der Jesus hat zum Schluss noch gesagt, wie sie ihm Brot und Wein gebracht. Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Ich glaube, der Typ war hackebreit. Das hat dann auch mein Vater gespannt, wie sein Junge ist beinand und hat sich gedacht, den werde ich ziehen. Gut, Kreuzigung war übertrieben. Das hat der Chef dann eingesehen, darum wird der Bub auferstehen. Es hat gedauert um 3 Wochen, bis er dann raus ausgelaufen hat. Egal wie seicht auch die Kultur, saufen wir uns in einer Tour. Selbst in der tiefsten Oberpfalz brauen sie aus Hopfen und Malz etwas, das dem Bier verwandt, Zeugelbräu wird das genannt. Was Bier angeht,
Spaß jetzt nachher auf der Bühne, ja? Wir sind voll in der Überzahl. Ja. Voll vielleicht. Ja, aber das Bier. Was wir angeht, ist hier in Franken, in von Gott verwöhnten Landen, so viele Brauereien wie bei uns, sind es nirgends auf dem Erdrund. Doch hat nicht jeder so viel Glück, wie es dann aussieht, das nächste Lied. Mit dir auch.
Doch, mein Frau. Jetzt hast du rausgebracht. Ja, vielleicht nicht. Doch hilft es nichts, du übertreibst, dann bleibt der kleine Mann auch klein. Es ist eine Wanderung auf der Grenze zwischen hübsch und Impotenz. Bringst Alkohol und Frauen zusammen, dann wirkt das Zeug recht wundersam. Am Anfang merkst du es gar nicht sehr. Sie reden halt ein bisschen mehr. Ja, selbst das Zink, das hört auf. Für Frauen brauche ich jetzt Dauerrausch. Ja. Sind es dann ein bisschen angeschickert, dann wird geschnattert und gekichert. Helles trinken dann noch an, wer ist kurz drauf anschmiegsam? Was soll's, wir sind ja unter uns. Läufig, ich weiß mit junger Hund. Als Mann musst du jetzt reagieren. Den Alkohol musst du reduzieren, weil trinkt sie weiter jetzt so voll, dann reiht er das Auto. Erwischt hingegen den richtigen Punkt. Dann geht's drauf kurz so richtig rund. Egal wie sehr sie war verklemmt, jetzt ist sie völlig ungehemmt. Der Zustand ist für manche Herren der einzig Grund, weshalb sie nicht jungfräulich sterben. Auf unserem Klo ein Glück, so kommt der Hammer zu einem glücklichen Eheleben. Bis jetzt war alles noch recht schön. Der nächste Früh ist das Problem. Nächste Nacht, der nächste Morgen, ich kann heute um den Aufstehen, bei Fahrrad und mich schütteln, lass mich liegen. Die Haare zu, der Kopf und der Nacht, die Fahrrad und der Donnerby, ich fang an zu jammern, lass mich liegen. Lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen. Los noch 5 Minuten, lass mich liegen. Bei Fragen doch keine Warten, allein will sie nicht verstehen. Ich hab doch kaum was schaffen, lass mich liegen. Wer saufen kommt, der kann noch erden, geht zu und wieder hin. Es ist doch viertel sieben, lass mich liegen. Lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen. Los noch 5 Minuten, lass mich liegen. Lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen. Los noch 5 Minuten, lass mich liegen. Das Bier, das ist dem Franken heilig. Bietst ihm ans Ohr, bietst ihm ans Ohr. Was für was? Dann sagt er, heilig. Tschüss. Er zieht jetzt auch die Motschen von uns. Doch zum echten Hochgenuss, und davon sind wir jetzt zum Schluss, wird der fränkische Gerstensaft am meisten, wenn man was hat, geschafft. Und wenn da noch ein Fest ansteht, wo man des Abends dann hingeht, sich freut auf Seidler, dann ist dies, das ist das Frankenparadies. In der beste Zeit, endlich ist soweit, den ganzen Tag wieder geschafft. Den Garten zum Gekauf ist um das ausgezogen, ich merke, am Wertstoff hoch bin ich schon fehlt. Das Hanslauf ist der Tor, der anstrengende Tor, am Schatz.
Es wird noch mehr gedroht, da hängt man auch jetzt so. Der Kopf schon auf der besten Spät. Ein Tag in heute, ein bisschen fertig ist. Die besten Tritte sind schon fett. Es gibt es nicht ja noch und sucht auch noch dazu. Es hat bei der noch kein Zell. Ich brauch mal Bier, ein schönes Seiler Bier. Im Stadion ist es knapp und dort. Und hab ich dann bei dir ein schönes Seiler Bier. Dann macht mir der Luft bis früh und zwar. Vorstellen, der jetzt da oben für euch positioniert wird. An der Pauke, Ernst Geier. Genau! An der Quetsche, Florian Ruppert. Genau! An der Trompete, Alexander Löffer. Genau! Am Gesang, Helmut Schröldinger. Genau! Am Telefon, Michael E. Genau! An der Gitarre und an der Schuhbahn. Der Markus Brehm. Hallo. Eine ganz tolle Sache, die ihr hier gemacht habt. Und bevor die Zugabe kommt, machen wir auf die fränkische Bauerninfanterie ein Dreifach von der Sesta. Hello. Sesta. Hello. Sesta. Hello. Yippie. Yeah. Yippie. Yeah. Yippie. Yeah. Klappke. Diese. Klappke. Jawohl. Hol mal die Prinzessin raus. Gott, die wird sich schon. Hol mal die Prinzessin. Ja, die treffen mich schon gekommen auf Theater. Ah, ah. Ich schau mir jetzt auf den nächsten Eck. Ja. Hey, es ist die Prinzessin. Bist du mit mir der Gitarre? Na Mann, Markus, sorry. Ah, das ist doch die Tochter von der Adele. Das ist die Tochter von der Adele? Wie heißt man als Tochter von der Adele? Grüß Gottlich. Hallo. Das war unser Auftritt für heute ist genug. Und wer da mit sechs sind, nimm mal noch ein Zug. Wir singen gemeinsam jetzt das letzte Lied. Auch das lässt sich nächstes Jahr sehen. Noch einmal schunkeln, noch einmal lippen. Schau her, der Schau, die passieren. Noch einmal lachen, das wünsche ich dir. Trink mit mir ein nächstes Bier. Nächstes Jahr von mir hier. Wenn der Morgen kommt und es ist ganz still an der Bahn, die Bedienung wird heim und wir werden langsam nah. Es ist Zeit zu gehen.